Herzlich willkommen, Markus Termin, der 16. Oktober 2024. Lasst uns schon mal das Vollmondhoroskop von morgen angucken, denn wir sind bereits in der Energie drinnen. Der Mond hat in die Waage gewechselt. Ihr seht auch, dass mein Horoskopbild ziemlich blass ist, weil der Drucker ist kaputt und ich will einen ganz bestimmten neuen. Das dauert ein bisschen, so müssen wir uns erstmal diese blassen Bilder angucken. Ich hoffe, das klappt überhaupt, sonst spreche ich mal ohne Bilder, das geht auch. Aber jedenfalls, das ist der Vollmond und diese aufbauende starke Energie, die auf uns zukommt. Bekanntlich sprechen da manche Astrologen wieder von dem Supermond, weil der ein bisschen näher an der Erde ist. Es gibt ja dieses Apogeum und dieses Perigeum und der Mond macht eine Ellipse um die Erde und das macht ungefähr 40.000 Kilometer aus. Ganz schönes Stück, wo er näher an die Erde ranrückt. Dieses ist also ein Nahmond. Kein Wunder, weil ja die Lilith da oben nichts anderes ist wie der erdfernste Punkt der Ellipse, des Brennpunkts der Ellipse, die der Mond um die Erde macht. Das ist ja so eine Ellipse und diese Bewegungen formen sich auf bestimmte Weise. Was bedeutet dieser aufkommende Vollmond für uns? Erst einmal ist das ein Vollmond der gesellschaftlichen Begegnung und der Begegnung überhaupt, weil das Widder-Waage-Thema, das ist die Ich-Du-Achse. Das Waage-Thema ist das Thema der gesellschaftlichen Begegnung schlechthin. Man trifft den anderen und Widder sagt zunächst einmal ganz klar Ich. Nun müsste der aber Ich sagt, hier mit diesem Chiron aufpassen, dass dieses Ich nicht verletzend ist, dass man nicht rausgeht und den anderen wehtut. Und das Waage-Thema, das sollte darauf achten, weil Lilith und Südknoten dabei ist, dass man nicht allzu sehr in den Pfulen der Vergangenheit versumpft, ja gewissermaßen, versumpft mit M, und natürlich, dass man auf der Seite der Wahrhaftigkeit bleibt. Mit Lilith könnte die Versuchung gegeben sein zu sagen, blas mir in den Schuh, ich halte es nicht so sehr mit den wahren Dingen und so weiter und so fort. Das muss aber nicht sein. Selbst Lilith kann natürlich positiv gelebt werden und viele Waagegeborene führen uns das auch bravourös vor im Augenblick, obwohl sie natürlich durch große Schwierigkeiten gehen. Also diese Ich-Du-Achse aber mit Gefahren verbunden. Und diese Gefahren, die bezeichnen sich eben durch dieses Quadrat von Mars im Krebs zu Chiron im Zeichen Widder zum Beispiel. Auch Pluto, der immer noch im Steinbock ist, bietet so eine ganz angekratzte Superquadrat-Energie, die da noch mit reinkommt, weil er ist im Steinbock. Und was kann helfen? Wie kommen wir da raus? Ich habe es bei der Sonnenfinsternis schon mal erwähnt. Die Möglichkeit, dort rauszukommen, ist immer durch andere Planeten, die exakte Aspekte bilden, zu diesen Oppositionsfaktoren. In dem Fall ist das Jupiter, der bildet einen Sextilaspekt, also ein Sextilaspekt ist so ein sehr lebendiger, sehr frischer, die Schwalbe, die den Sommer macht, sehr fröhlicher Aspekt und den macht Jupiter zu Chiron. Das heißt also, heilend ist Information, Wissen, das man vorher nicht hatte. Es fehlen die Details unter Umständen. Wer wird denn betroffen von dieser Vollmondachse? Zum Beispiel dieses Paar da in Amerika, das sich wählen lassen will in die Präsidentschaft, die jetzige Vizepräsidentin, die Harris, die hat die Sonne im Zeichen Waage und den Mond im Widder. Das ist also definitiv ihr Vollmondgong jetzt vor den Wahlen. Und als hätten sie einen Astrologen angestellt, der Herr Walz. Der ist im Zeichen Widder geboren und ich weiß jetzt gerade nicht genau, wo sein Mond steht, muss das nochmal nachgucken, aber jedenfalls im Zeichen Widder geboren, natürlich sind die dann auch von diesem Vollmond betroffen. Und was heißt betroffen? Was bedeutet das? Das ist eine besondere Form von Vitalisierung, von Energiezufuhr, von Aufforderung quasi, sich in die Kommunikation zu begeben, sich in den Austausch zu begeben.
Für gut oder für schlecht? Das ist eben die Frage. Man kann sich natürlich auf dem Parkplatz vor dem Norma oder Rewe anbrüllen, unter Umständen mit dieser Vollmondachse, wenn man sich zum Beispiel um einen Mars im Krebsplatz streitet. Das könnte dann auch ein Parkplatz sein oder so ein Schwachsinn. Dieser Mars im Krebs kann aber natürlich auch Mars erweitert immer den Raum, wo man hingehen will. Da macht er ihn größer. Und der Mars im Krebs, der möchte jetzt zum Beispiel ein größeres Vaterland haben oder Mutterland. Der möchte jetzt da rausgehen und das Ding größer machen. Oder möchte zum Beispiel seine Wohnmöglichkeiten, seine Hausmöglichkeiten erweitern. Auch da steckt Konfliktpotenzial drin. Eben wegen diesem Quadrat. Und wie man das überwindet, wie gesagt, immer mit dieser Sextilposition, mit dem Jupiter in den Zwillingen reingehen in die Information. Selbst wenn man denkt, man weiß schon alles, könnte man sagen, nein, ich brauche noch mehr Information. Und wie bekommt man diese Information? Nur durch Inspiration. Und wie bekommt man die Inspiration? Die Inspiration bekommt man nur durch das Gespräch und durch die Begegnung mit den anderen. Wenn man jetzt keine anderen Partner hat und ihr seid einsam und es gibt niemanden, mit dem man sprechen kann, dann haben wir die wunderbare Möglichkeit, ein Buch aufzuschlagen und trotzdem Kontakt zu einem anderen aufzunehmen. Das kann auch ein Philosoph sein, der vor 2500 Jahren gelebt hat, mit dem man ohne weiteres kommunizieren kann. Und aus der Kommunikation mit dem Gegenstandpunkt entsteht erst die Inspiration. Man muss den Gegenstandpunkt nicht annehmen. Sie müssen nicht sagen, ich denke jetzt ganz genauso das, was mein Gegenüber glaubt, ich gebe dem absolut recht, obwohl ich meine eigene Meinung habe, sondern worauf es ankommt, ist, dem anderen zuzuhören und damit zu rechnen, dass man vom anderen Informationen bekommt, die man bisher nicht hatte. Und dazu ist es natürlich nötig, all die Egoismen abzubauen, all den Dünkel abzubauen, Dinge wie ich weiß doch schon alles, ich bin doch schon Fachmann auf dem Gebiet, niemand anderer kann mir was vormachen. Das stimmt niemals. Und dass das nicht stimmt, finden wir aber immer erst dann heraus, wenn wir ins Gespräch kommen und von den anderen Dinge erfahren, die tatsächlich nicht in unserem Fundus drin waren, die wir nicht gewusst haben. Das setzt eben die Offenheit voraus, die wirkliche Begegnung, die Augen aufmachen, den anderen anzuschauen und ihn zu fragen, was weißt du über Dinge, die mich interessieren? Und dieses magische Fragen, das wissen übrigens auch diese berühmten Eingeweihten, ja, um zum Beispiel von Rudolf Steiner zu sprechen. Der konnte natürlich seine Weisheiten nur dann offenbaren, wenn ihm bestimmte Fragen gestellt worden sind. Das Gespräch ist ein heiliges Ding. Das ist sehr wichtig. Das sollten wir uns merken. Die Heiligkeit des Gesprächs, Widder Waage, weil wir das ganze Wissen nicht intus haben, einerseits und andererseits, weil es eben eine geistige Sache ist, dass aus der Begegnung zwischen zwei Menschen etwas Drittes entsteht, was diese beiden selber gar nicht haben können, was sie nicht haben können. In der christlichen Weisheit ist es niedergelegt mit dem Satz, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Es müssen aber diese zwei sein. Es muss diesen Austausch geben. Das ist die Widder-Waage-Achse. Und warum nicht etwas wagen, wenn man gewappnet ist, in diesem Sinne, dass man entschlossen ist, den Chiron als Heilenergie einzusetzen? Wir können uns dazu entschließen, wir können mit dem Willen dahin gehen und sagen, wir wollen nicht verletzen, sondern wir wollen auf die heilende Seite rübergehen. Dann kann man das machen und kann schauen, dass man Informationen bekommt, die gut und wichtig sind. Und je schwieriger es ist, an diese Information zu kommen, desto wertvoller ist sie im Endeffekt. Denn alles, was auf dieser Welt mit Mühe und Anstrengung erworben wird, bekommt die Korrespondenz von oben. Denn die oben, die Energien von oben, die werden gewissermaßen angezogen in dem Augenblick, wo wir uns einer
Mühe unterwerfen, wo wir nicht die Dinge einfach so schleifen lassen, wie sie sind, sondern wo wir sagen, nein, wir wollen hier in eine bestimmte Form von Selbstüberwindung hineingehen. Wenn das nicht so wäre, dann hätten wir auch diesen Weltgang nicht, dann würden wir nicht geboren werden, um den Sinn zu finden, sondern dann hätten wir den Sinn schon, so wie die Tiere, die den Sinn bereits haben, die müssen den nicht mehr suchen. Wir Menschen müssen den Sinn finden und müssen in den Sinn hineinwachsen, weil wir in einer ganz anderen, quasi umgekehrten Rolle sind wie die Tiere. Wir Menschen sind keine Tiere. Das ist eben auch ganz interessant, vielleicht noch ein kleines Wort dazu. Bevor ich hier zu lange rede, es ist ein weiterer Aspekt heute noch interessant. Ich spreche am 16., es ist noch nicht der Vollmond, der ist erst morgen um 13.30 Uhr. Jetzt gilt aber auch noch der Venus-Aspekt zu Neptun. Und der ist quasi auch ein Ausgleichsaspekt dahin, dass er sehr tief, sehr träumerisch, sehr weit in diese spirituellen Welten, in diese Neptun-Welten eindringen kann, mit ganz, ganz enormem Durchblick und ganz, ganz enormer Tiefe, kann man sagen. Genau. Jetzt wollte ich noch was über das Zeichen Skorpion sagen, aber das machen wir dann am besten morgen, weil jetzt ist, glaube ich, schon genug Information gegeben. Habe ich noch was vergessen? Ja, dass eben übrigens, dass der Glückspunkt am Deszendenten ist, ist bei jedem Vollmond so. Und bei Neumond ist er exakt am Aszendenten. Interessant, ne? Okay, das gesagt. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was damit anfangen. Markus Termin, astrologisches Stundenbuch. Wenn ihr Lust habt, in Kontakt zu treten, wie immer diese E-Mail-Adresse. Unten ist der Blog. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und warum gestern kein Video? Weil ich mit meinem Drucker gekämpft habe und gedacht habe, ich kriege das doch irgendwie hin. Und diese ganze Technik, dann ist man 2-3 Stunden dran und geht eben einfach nicht alles parallel. Aber wird schon. Bis morgen.